Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Miss Sleepless. Na, habt ihr auch gut geschlafen? Heute wollen wir uns mal um das Thema Schlaflosigkeit kümmern. Und zwar, Schlaflosigkeit kann viele Gründe haben. Ich werde euch heute mal vier Lebensmittel nennen, die euch den Schlaf nachts rauben können. Je nachdem, was ihr abends nämlich esst, kannst du entweder besser einschlafen oder du wirst deines Schlafes beraubt. Und du kannst entweder gar nicht einschlafen oder nur sehr schlecht, verzögert oder du hast Probleme mit dem Durchschlafen. Tomaten. Warum gerade Tomaten? Tomaten sind Säurebilder. Das heißt, für Menschen, die einen besonders säureempfindlichen Magen haben und zu Sodbrennen neigen, können Tomaten Sodbrennen erzeugen, und zwar auch, wenn sie gekocht sind. Das heißt, in Tomatensuppe, in Tomatensoße kann, wenn ihr das zu Abend esst, zu Sodbrennen führen, und mit Sodbrennen schläft es sich natürlich deutlich schlechter. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich esse keine gekochten Tomaten, sondern ich esse gerne abends wirklich das Abendbrot mit einer Tomate drauf, ist auch nicht so günstig. Rohe Tomaten sind ganz besonders, wenn ihr abends vor dem Schlafengehen das esst, einfach schwer verdaulich. Wenn ihr sie essen wollt, dann versucht sie wenigstens ganz gut zu kauen, damit ihr sie besser verdauen könnt. So, als zweites, scharfes Essen. Bitte esst abends nicht wirklich was Scharfes. Auch das kann zu Sodbrennen führen und der Körper heizt sich von innen auf und deswegen könnt ihr einfach dann nicht wirklich gut einschlafen. Drittens, Koffein. Ja, ich weiß, mein Lieblingsthema. Ist für dich wahrscheinlich jetzt echt nichts Neues, wenn du meinen Channel schon etwas verfolgst. Koffein und Tee putschen den Körper auf. Deswegen mindestens 6 Stunden vor dem Schlafengehen keine koffeinhaltigen Getränke zu euch nehmen. Viertens Zucker. Zucker bringt unseren Insulinspiegel immer zum drastischen Anstieg und dann auch wieder zum drastischen Abfall. Diese Insulin-Achterbahnfahrt ist nicht gut für eure Melatoninproduktion. Auch der Konsum von leeren Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Toast, Nudeln und Weißmehlprodukte, hemmen die Freisetzung von unserem körpereigenen Schlafhormon Melatonin. Deswegen abends am besten überhaupt nicht konsumieren. Wenn euch die Tipps gefallen haben, heute mal ganz kurz und knackig, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über ein Abo. Und schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, was ihr gerne zu Abend esst und mit was ihr gut schlafen könnt. Also, bis bald, schlaf gut, eure Miss Sleepless.